Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier drin ist das Husqvarna 401 Design. Das wird jetzt auch die nächsten Tage kommen. Da auf meinem MacBook habe ich gerade noch ganz viel gearbeitet. Ich muss heute mich auch extrem beeilen, denn ich muss noch zur Bank. Denn wie ihr mitbekommen habt, gründen wir ja ein Startup und da müssen wir jetzt unsere Geschäftseinlagen einzahlen, damit wir tatsächlich jetzt auch eine GmbH und Co. KG gründen können. Aber ihr habt auf Instagram geschrieben, bitte mach ein Top-Speed-Video. Ich wollte es sowieso machen, deswegen habe ich mich heute farblich perfekt angezogen. Grün wird heute kombiniert mit Orange. Naja. Ich würde sagen, wir schwingen uns jetzt erstmal gleich mal auf die KTM 1290 Super Duke Air. Viele haben noch gefragt, ja, ich habe das Quickshifter Plus Paket und das Race Paket müsste es sein. Bei KTM gibt es ja verschiedene Pakete. Ich kann also die Wheelie Controller auch ausschalten. Bin total gespannt, was die heute reißen wird. Es wird langsam frischer. Ich bin deswegen auch ein bisschen hier im Schal angezogen. Da würde mich mal interessieren, fahrt ihr eigentlich das ganze Jahr oder nur in der Saison? Haut das mal gerne in die Kommentare, ansonsten springen wir einmal kurz zum Motorrad. Hallo Baby! Richtig cool finde ich hier tatsächlich dieses Keyless-System. Ich werde das Ding gleich einfach in meine Kombi reinstecken. Zack, verstauen. Zack. Andrücken. Dann geht hier der Bildschirm an, ready to race. Sind wir auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Die Sonne scheint hier ganz schön drauf. Und jetzt müssen wir rein theoretisch nur noch neutralen Gang einlegen. Neutraler Gang ist drin und jetzt bleibt uns nichts anderes zu tun, das Ding zu starten und dann sehen wir uns gleich auf der Straße zum Topspeed-Video wieder. So Leute, das Schätzchen ist warm gefahren, ist bei den Temperaturen gar nicht so leicht. Es ist nicht kalt, es ist super angenehm zum Fahren, aber bis hier mal ein bisschen die Wassertemperaturen so hochkommt, dauert das ein bisschen. Ich bin ein bisschen verliebt, so wie in jedes Motorrad gefühlt. Ich freue mich extrem, dass ich sie jetzt gleich fahren darf. Grundsätzlich noch mal kurz eine kleine Erklärung. Ich habe jetzt rausgefunden, hier können wir die Modi ändern. Können wir Sport, Street oder Track. Ich glaube, Track machen wir mal nicht. Wir lassen es erstmal auf Sport. Und dann haben mich noch einige gefragt, ob ich das ja ausschalten kann, die Wheelie Control. Da muss ich mal kurz ein bisschen drücken. Das finde ich aber auch. Genau, da gehe ich hier MT. MSR und dann muss ich hier gedrückt halten und den Gasgriff schließen und dann ist es aus. Ich will euch aber einmal kurz zeigen, wie das Ding durchbeschleunigt. Hier geht es nämlich kurz raus ins Nichts und ja, einfach nur brutal das Teil. Die hat glaube ich noch gar keine Fahraufnahmen gesehen, aber das Ding rockt. Ah, okay. Ich glaube, das ist so ein Zweizylinder-Problem, oder? Dass die ab und zu einfach ausgeht. Also Sound ist einfach nur geil. Wenn man drauf sitzt, man hat so ein nices Gefühl. Ich fühle mich richtig männlich auf diesem Ding. jetzt könnt ihr mal kurz gucken. So, schneller darf ich auch schon wieder nicht fahren. Das ist wirklich, das Ding springt ja einfach nur. Total verrückt. Einfach total verrückt. Ihr habt gesehen, ich wollte nicht schneller als 100, ist einfach direkt hochgegangen, der Hobel. Aber an sich ist das Fahrverhalten, ich hoffe, ihr hört den Sound, ich hoffe, ihr hört das. Dieses Rotzige raus ist einfach nur geil. Es ist einfach nur schön. Wenn man richtig hier, oh, da überholt gerade jemand ein. Denkt ihr, die geht auch mit Traktionskontrolle hoch? Ist das Ding schön. Also von der Power zu fahren gefällt mir das richtig geil. Dieser V2 Motor hat einfach so geil Newtonmeter, dass es extrem Spaß macht. Ich habe ein bisschen Sorge, dass wenn wir gleich Topspeed fahren, aber versteht ihr mich natürlich wieder nicht mehr, aber ich muss mich irgendwie so klein machen, damit ihr überhaupt was seht. Und das ist arsch unbequem, weil ich kann nicht weiter nach hinten, weil da die Sozius-Kappe ist. Aber da müssen wir jetzt irgendwie durch. So, wir können ja noch einmal hier, ich drücke gefühlt jedes Mal falsch rum. Achso, übrigens, beste Leben, Griffheizung, super angenehm. So, jetzt müssen wir hier gedrückt und Gasgriff schließen. Okay. Was ich aber jedem raten würde, der so ein Ding hier hat, ey, Leute, fahrt das mit Traktionskontrolle. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Das ist echt, das Ding ist ein fucking Monster. Also, ihr seht es. Das Ding will einfach nach oben. Es hat aber auch einfach so viel Newtonmeter. Ja, was soll ich sagen? Oh, einmal kurz schnell runterschalten. Das geht mit dem hier natürlich auch richtig gut. Quickshifter und Quickshifter Plus
einfach nur Sahne. Ist ein Luxus pur, sowas zu haben. Ich weiß nicht, ich fühle mich hier drauf auch wieder extrem wohl. Und, das muss ich ehrlich sagen, das Gefühl, was ich bei der S1000R hatte, auf Mallorca, für die Leute, die es gesehen haben, hallo Blitzer, dieses Gefühl, nach vorne zu sitzen, einfach durch die Position hier so ranzugehen, habe ich hier viel, viel mehr. Ich habe viel mehr Druck auf dem Vorderrad drauf. Das fühlt sich viel geiler an zu fahren. Ich hatte in ein paar Testberichten immer gehört, dass die sich hier wie ein Holzbrett fahren ließe. In Anführungsstrichen natürlich im Vergleich zu anderen. Ich muss sagen, ich finde, die wirkt total, total agil. Klar, das kann ich jetzt nicht hiermit sagen, aber mit ein bisschen rumwackeln. Aber auch einfach vom Gefühl habe ich hier super Feeling auf dem Vorderrad drauf. Viel mehr als bei der S1000R. Und das gefällt mir hier viel, viel besser. Mit der würde ich mir viel lieber zutrauen, mal auf den Track zu gehen. Ob ich mich das tatsächlich traue mit so einem teuren, ich glaube ab 18.000 geht die ja los oder so ungefähr. Und dann mit den ganzen Carbon-Parts, ob ich das machen würde, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das Fahrverhalten auf der Renne wäre eigentlich mal ganz geil. Man muss extrem aufpassen, dass man keinen Highsider baut, weil hier einfach Newtonmeter am Hobel ziehen. Aber ziehen Newtonmeter? Ja, ich glaube Newtonmeter ziehen, ne? Aber ich glaube, das wäre an sich ganz schön geil. Ja, ähnlich wie beim Suzuki-Video, selbe Strecke hier. Wir suchen uns wieder ein Stück freie Autobahn und werden gleich mal sehen, wie es ist zu brezeln. Wheelies und vieles mehr. Seht ihr vielleicht einen kurzen noch auf der Autobahn, aber die werden separat in einem Video kommen. Ich würde sagen, wir springen einmal kurz zur Autobahn und dann sehen wir uns gleich mit Vollgas wieder. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Da kommt gleich die Autobahn. Die seht ihr nicht, ihr seht aber nur LKW, aber ich bin schon gespannt. Suzuki haben wir ja die 300 geknackt, war gar nicht so leicht irgendwie, obwohl die das eigentlich easy schafft. Manche meinten, ich habe kein Vollgas gegeben, ich habe Vollgas gegeben. Wahrscheinlich war ich zu dem Zeitpunkt zu schwer, aber deswegen habe ich jetzt optimales Leistungsgewicht, habe ein bisschen abgenommen. Bin bereit für die Autobahn, der LKW wird wahrscheinlich genau vor uns ziehen und auch auf die Autobahn fahren. Super, danke. Wie gesagt, schreibt mal eure Tipps für Topspeed einmal in die Kommentare. Ich vermute, ihr werdet mich gleich nicht mehr wirklich verstehen können. Einfach weil mein Helm laut ist, weil ich mit dem GoPro-Mic filme und ja. Aber wir lassen die Bilder für sich sprechen. Hier ist es noch ein bisschen voll, wir müssen noch ein bisschen weiter rausfahren. Ein bisschen muss ich noch fahren. Das ist ein Biest. Geil. Alles klar. Ich suche uns mal kurz einen Spot, wo wir Gas geben können. Das war doch schon mal ein guter Anfang. Das Ding schiebt ganz schön doll, ey. Wahnsinn. Okay Leute, wir müssen glaube ich irgendwie zu einem Punkt kommen, wo noch ein bisschen freier ist. Hier geht es aber auf jeden Fall schon ganz gut, muss ich sagen. Also wir kommen auch auf richtig hohes Tempo. 270, 280 hatten wir glaube ich schon. Ich glaube, da kommt sie auch. Also vielleicht schafft sie 300. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ist aber, überlegt mal Leute, ich fahre hier gerade ein Naked Bike. Aber ich muss sagen, wenn ich so hocke, ist das gar nicht so schlimm. Klar, Supersportler ist entspannter, gebe ich zu. Aber an sich vom Wind, finde ich, hält man das ganz gut aus. Also, ich dachte, es wäre schlimmer, weil ich bin auf der MT10 das schon mal gefahren. Was ist da vorne eigentlich schon wieder für ein Bulli-Rennen, Mann? Irgendwann werde ich noch Politiker und ich werde einfach ein dauerhaftes Rechtsfahrgebot für die LKW-Fahrer machen. Das triggert mich so sehr. Wie kann man den Laden hier so sehr aufhalten? Wo war ich? MT10, ja. War unbequem bei 250 schon und bei der hier geht es tatsächlich. Alter, jetzt überholt er noch einen. Das verstehe ich nicht. Aber ich bin auch kein LKW-Fahrer. Vielleicht hat das ja irgendeinen tiefgründigen Sinn, dass er jetzt mit 3 km/h weiterfahren kann. So, zieh rüber. Oh, jetzt ist hier auch noch Baustelle. Jetzt ist wieder offen, Leute. Let's go.
Schwede, Junge, 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 Junge. Oh. Das ist doch anstrengend. Boah, Leute. Ich nehme alles zurück, war doch anstrengend. Irgendwie habe ich auch meine Kombi nicht oben richtig bis an den Schlag zugehabt. Und dann hat das irgendwie ein bisschen immer an meinen Hals gekratzt. Alter Schwede, das war schon ganz schön sportlich. Okay, der schützt uns. Ja, Leute, das war schnell. Das war aber geil. Hat mir Spaß gemacht. 2,77, 2,78 waren es, glaube ich, das Schnellste. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das kleine Video. Und jetzt wissen wir schon, was die Topspeed fährt. Wir können auch gerne mal Beschleunigung machen. Ich kann auch mal ein Video machen, wenn ihr Bock drauf habt. 100, 200 etc. Wobei das, glaube ich, ganz schön schnell werden wird. Ansonsten gibt es nicht viel mehr zu sagen. Ich muss jetzt nach Hamburg. Ich muss zur Bank einzahlen. Und dann geht es auch schon bald weiter mit dem Startup. Wenn ihr da noch nicht vorbeigeschaut habt, schaut gerne mal in dem ersten Link in der Videobeschreibung vorbei. Dort habe ich alles für euch parat. Könnt ihr euch kostenlos zum Newsletter anmelden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Und dann... Oh, der war schlecht. Und dann...